Regional, zuverlässig und fair. Strom und Erdgas der Stadtwerke München gibt es auch in Olching. Wir wünschen gute Unterhaltung bei Ortschaft der Woche. Mit Gefühl muss ich es machen. Gell? Liebe Zuschauer, wir sind genau richtig. Da, wo also der Saft fließt, kann der Fasching nicht weit sein. Genau, super, ey, die kann es wirklich. Oh, nichts! Das ist, man merkt, ihr seid schon mehrere Tage jetzt in Übung. Wir sind bei der Faschingsgilde, grüß Gott, in Olching. So, erst einmal servus, Prost miteinander. Was? Da hat der Faschingsprinz auch mal ein bisschen langsamer jetzt, oder? Sowieso. Das haben wir auch gedacht. So, zum Wohle. Neben mir natürlich die Hoheit, gell, die andere. Mhm. Also, wir gleich mal zu sprechen kommen. Also, die Hoheit heißt wie? Du hörst jetzt auch trinken, der. Die Hoheit heißt wie? Christina. Die erste, 15. Die erste. Die erste? Oh, Christina und der? Ludwig der Erste. Ludwig der Erste, es gab ja auch nicht mehr. Das ist natürlich ein Name, der trägt sich. Gell? Genau. Ludwig der Erste von Olching. Ja? Freiwillig dem angetreten und ja, gesagt? Selbstverständlich, wobei ich natürlich auch familientechnisch da ein bisschen neu gewachsen bin in das Ganze. Aber was heißt familientechnisch? Ja, meine Eltern und meine Großeltern sind alle schon sehr lange im Fasching mit dabei, aber trotzdem habe ich alles aus freien Stücken gemacht. Obwohl man alles mitgekriegt hat, oder? Genau. Und wie war es bei der Christina? Mich hat die Martina gefragt, unsere Präsidentin. Mhm. Und ich bin schon seit 6 Jahren dabei und ich habe sofort ja gesagt. Dürfen wir eigentlich mal tänzerisches Talent sehen? Also ich meine, wenn ihr geübt habt, dann würde ich sagen, hä? Bühne frei mal für das Faschingsprinzenpaar hier in Olching. Schon? Bitte gerne, dann machen wir uns mal aus dem Weg, weil jetzt die Hauptpersonen sind jetzt tänzerisch unterwegs. Oh, da wird schon angeschlagen. Der gefällt mir übrigens auch. Schaut euch den an. Deine Aufgabe ist was? Ich bin ein Musketier. Ein Musketier? Steh mal auf, das schauen Sie sich das an. Toll. Und jetzt darfst du noch Musik machen. Bitte schön. Achtung. So, wo ist denn jetzt das Kinderfaschingsprinzenpaar? Wir sind in Olching. Wo ist denn das Kinderfaschingsprinzenpaar? Wo sind die denn? Jetzt gar nicht leise sein, ratscht einfach weiter. Hallo. Hallo! Servus, wer bist du? Ich bin die Sarah. Sarah? Ich bin der Sebastian. Und wie heißt ihr dann offiziell? Ding die Erste? Ja, Sarah die Erste. Und du? Die Dritte. Die Dritte, es gab schon ein paar Sarahs, ne? Ja. Und du bist der Erste? Ich bin der Erste. Du bist also der Erste. Das ist aber schon allerhand, hey. Wie wird man jetzt Kinderfaschingsprinzenpaar? Ist mal gefragt worden? Ja. Ja? Und du hast sofort ja gesagt? Ja. Und du auch? Ja. Bist jetzt frei mit ihr? Ja. Ja, ist auch nicht die hässlichste, nicht wahr? So, servus erst einmal. Hallo. Hallo. Da ist ja groß und klein und Jungs sind dabei. Hallo. Die Jungs interessieren mich immer ganz besonders in einer Truppe. Was ist hier los? Bester Freund? Ja. Echt? So, wie läuft es jetzt so ab? Also, ich meine, das ist ja eine Horde. Wie viel seid ihr denn ihr eigentlich? Das ist ja Wahnsinn. 37. 37 Stück. 38. 38. Und wo sind die Jungs alle? Hand hoch. Oh, das ist aber viel. Da, oh, da ist noch einer. An der Heizungsstelle. Du dürftest der Älteste sein in der Truppe, oder? Nee. Wie alt bist du denn? Ich bin 16. Oh, Stimmbruch ist schon da. Ja, jetzt kriegen wir mit. Dürfen wir mal was sehen zum Beispiel? Ja, noch gern. Aufstellung? Dürfen wir mal was gucken? Da bin ich jetzt. Oh, schau hier. Das ist ja. Ey, das ist, da ist eine Gefolgschaft da. Du. Schau mal von da zum Moment. Servus. Grüß dich. Und wie schaut's aus? Schlecht. Ist der Werni. Werni? Werni, was ist passiert? Was ist los? Ha? Warum funktioniert's jetzt nicht mehr? Guten Tag. Werni, seit wann bist du jetzt da dabei? Ha? 5 Jahre. Werni, wer ist denn der Beste? Jetzt. Der halb Verhungerte da vorne. Der halb Verhungerte? Der da. Bist du der halb Verhungerte? Du bist es nicht. So schaust du jetzt nicht aus. Gell? Neonstreifen hat er. Bist du der halb Verhungerte? Ja, geh mal her zu mir.
Jetzt komm mal rüber. Bussi aus Bach, oder was? Nein, will ich nicht, ich hocke ihn. Servus, wer bist du? Ich bin der Hans. Hans Habertieri. Fernsehen war da. Schieß, gell? Super, schönes Wetter habt's. Ja, mir hast gesagt, du bist gut. Nein, der lügt, weil der Kind aus Dachau, weißt du? Aus Dachau? Der Leng oder was? Ja, ja. Ja, komm mal her, ich will ja nicht da immer rein. Ich kann ja nicht die Bahn behindern, Leute. Rüber. Achtung! Jetzt kommt er schon wieder daher mit den Neonstreifen. Servus, du bist der? Servus, Fritz wird Mutter. Fritz wird Mutter. Ja. Der kommt gleich, glaube ich. So, wie ist es bei dir so? Ja, halb hoch. Halb hoch bedeutet ja. Die Bewertung? Ja, so mittelmäßig, weißt schon. Durst habe ich, weil du hast mir ja nichts zum Trinken. Ja, ich bin ja erst seit 3 Minuten da. Ich habe auch einen Durst und kriege auch nichts. Was magst du denn? Mei, das sehen wir jetzt nicht im Fernsehen, was ich jetzt gerne. Oh mei, kann man schon machen. Du mal grundsätzlich, was trainiert ihr oder macht ihr es freundschaftlich? Freundschaft. Ist jetzt das Team gegen euch oder was ist jetzt los? Die sind abgesondert von euch, nein, oder wie? Das ist eine zweite Bahn, weil wir können ja mit 20 Leuten nicht schießen auf einer Bahn. Das ist mir vollkommen klar, ja. Mhm. Und wer ist jetzt so in deiner Truppe mit drin, oder? Die, da herrennt sind. Ah, verstehe. Da wird immer gewechselt wieder. Ja. Du, der da mit den Neonstreifen, der tut ein wenig auf sportlich, oder? Im Trainingsanzug. Ja, ja. Ja, ja, ja. Haben wir schon fast gedacht. Ja. Wer ist das? Das ist der Pauli. Das ist unser, Pauli! Das ist unser Friedhofsgärtner. Der Pauli! Hat, der hat 1000 Leute unter sich. Pauli ist der Friedhofsgärtner. Das habe ich auch noch nie gehört. Grüß euch, Truppe da drüben. Und wie läuft's? Gut. Ja, wirklich? Da ist eine Dame. Ich drehe so durch. Jetzt lass mich mal zur Frau dahin. Und? Ist er griffig? Ist er griffig? Der Griff? Ob er griffig ist? Ja, ja, freilich. Gut. Servus. Servus, grüß dich. Mei, ich freue mich, Angelika. Eine Dame. So, Angelika. Angelika, ja, warum bist du jetzt in der Männertruppe mit aufgenommen worden? Weil du gar so gut bist. Bei den Guten weiß ich schon, geht noch nichts bei mir. Ist schon klar. Wieder trainieren. Seit wann machst du das jetzt schon? Ach, ja, fast 25 Jahre. Spinn ich? Ja, 25, ja, dann musst du es auch können, oder? Ja, du, ich habe lange Pause gehabt, Schulterprobleme und so weiter und so fort. Und jetzt fange ich wieder an. Du, ist es gut für die Gesundheit und Fitness schon, absolut, oder? Absolut. Wie lange stetzen ihr da so auf der Bahn? Ja, gut, so 2-3 Stunden ungefähr. In der kalten? Ja, er geht weg. Das verstehe ich. Angelika, musst du schießen? Ich bin Achtung, gespannt. Angelika schießt. Jetzt bin ich aber gespannt. Na, Fräule. Nein, das will ich sehen, Angelika. Ich will sehen, was du es ihnen zeigst. Du bist keine Schlechte, das ist auch eine gute Bewertung. Passt mal auf jetzt. Und apropos hinten weg, gell, weil so ein Ding ist schwer. Da ist unser technischer Leiter. Wo ist der technische Leiter? Der ist gerade reingekommen. Ein technischer Leiter haben wir auch noch. Ihr habt einen technischen Leiter? Ja, ich bin Abteilungsleiterin. Dann der große Herr mit der Brünn ist der zweite Abteilungsleiter. Er ist der technische Leiter, dann haben wir noch einen zweiten technischen Angelika. Leiter. Angelika! Hä? Das ist die Geli. Ja, ich war jetzt nicht gar so gut, gell? Der Werni und die Geli. So, das ist der Pauli, das ist der Friedhofsgärtner. Ich habe gesagt, du machst ein wenig auf sportlich hier. Du bist ja so der Einzige, der hier im Trainingsanzug hier rumschwirrt. Ja, das ist mein Outfit einfach, meine Kleidung, die gehört auf der Bahn, weil der Schnee liegt da. Wenn ich Schnee nicht fallen, dann finden sie wenigstens, verstehst du? Ja, findet er immer die, das ist ganz klar. Was passiert denn dann nach 2-3 Stunden, wenn ihr fertig trainiert habt? Dann geht es alle schön haben, oder? Dann wird ein bisschen zusammengesessen, ein bisschen kratschen, ein bisschen unterhalten über die Saison für 2016. Fräule, das meine ich doch auch, Fritz. Das werden wir sehen. Ja, genau. Mir war jetzt kalt, wenn ich ehrlich bin. Ich habe mich auch nicht bewegt. Es hat mich jetzt gefreut, so spontan bei euch vorbeischauen zu dürfen. Gell? Wir sind jetzt auch schon wieder weg, wenn ich ehrlich bin. So, ihm schauen wir jetzt auch noch zu. Er hat einen Pinken. Du hast einen Pinken? Das ist eine ganz schöne Farbe, wenn ich das feststellen darf. Ja, Mädchen schon, ja. Ja. Liebe Zuschauer, bis zum nächsten Mal. Bist du jetzt da, Fritz? Ja, jetzt bin ich da. Bin gespannt. Jetzt stehe ich neben dir. Die Ortschaft der Woche wurde präsentiert von den Stadtwerken München. Strom und Erdgas der Stadtwerke München gibt es auch in Olching. Wechseln auch Sie.